So Leute, willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja 1. Ja, im letzten Part haben wir die Kakashi-Saga abgeschlossen, jetzt kommt die Shikamaru-Saga. Yay. Ich bin total begeistert. Ja, die Stimmen sind sehr mysteriös und strange. Yay, Gamakishi. Ja. Gefährliches Wesen, das blutrünstige Sandmonster. Wow, das ist schon unser erster Kampf. Gegen Gaara. Nee, klar. Einfach zuhören, was der Gegner sagt. Er hat schon recht. So, ultimatives Jutsu und wir sehen mal Azuma. Den sehen wir so selten. Epischer Move. Er bewegt sich einfach nur gerade durch und das war's. Mensch, Kinders, ich hab gar nicht so viel Chakra. Klau mir doch nicht den Rest des Chakras auch noch. Manometer. Komm schon. Wir ziehen einfach zu wenig. Wir ziehen einfach zu wenig, ich hab's gemerkt. Auch wenn wir jetzt gewonnen haben. Wir ziehen einfach zu wenig. Einfach zu wenig. Wir verdienen außerdem Geld eigentlich, wenn wir die Kämpfe hier machen, ne? Für den es jetzt gerade mal so interessiert. Ja, kommt schon ein bisschen was zusammen. Lästiger Knabe, Neji Hyuga. Haben wir gegen Neji eigentlich schon mal gekämpft? Ich weiß es nicht, sorry. Keine Ahnung. Ich weiß vieles nicht. Ich weiß nur, dass er nervig sein kann. So, jetzt kommt das zweite ultimative Jutsu. Haben wir auch noch nicht gesehen. So kann man es auch machen, ne? So, jetzt kommt's ernster. Genick gebrochen.
Ich meinte ja, einige Jutsus hier sind schon ein bisschen härter. Ha, du wurdest von der Schlange getroffen. Ich nicht. Mann, ich kann dem Scheiß hier nicht mehr ausweichen. Ernsthaft? Ich hätte ihn jetzt schon so weit runtergepackt. Und jetzt kommt er einmal wieder. Ach komm, Mann. Da hätte doch die Reichweite locker reichen sollen. Mensch. Danke fürs an die Seite schieben. Bam. Ja. Die Reaktion hätte ich dann auch. Dam-da-dam-dam-dam-dam. Warmblütiger Idiot. Rocklys Herausforderung. Warmblütiger Idiot. Müsste ich mir mal merken. Ja, Lee kämpft gegen jeden. Besonders weil wir Neji besiegt hatten, deswegen ist er jetzt ganz scharf drauf, das gegen uns zu kämpfen. Aber wir machen es hier ein bisschen schneller, wirklich. Ich habe gemerkt, ich bin zu langsam. Wir müssen die Gegner schneller zunichte machen. Und wir haben noch genügend Charaktere vor uns. Das nur mal schon mal als... Also wir haben jetzt definitiv noch ein paar Gegner vor uns, die wir machen müssen. Also wir haben jetzt noch ein paar Charaktere, deren Saga wir noch spielen müssen. Da kommen noch einige zusammen. Das heißt, so schnell ist das Let's Play doch nicht vorbei. Ich dachte eigentlich, das wird nicht allzu lange dauern. Ich habe mich leider vertan. Ja, ich dachte, wie gesagt, dass es nur ein kleines Nebenprojekt ist. Das können wir jetzt komplett knicken. Das ist ein vollwertiges Hauptprojekt. Definitiv. Das ist ganz eindeutig, weil es schon ein bisschen länger dauert. Aber es macht Spaß. Und Bomber, Wiedersehen. Nur wir müssen die Gegner doch ein klein wenig, einen Tick schneller machen.
Drücke. Ninja Narona. Jojo Yachikeo Hakuste Tatagaya. Sasuga. Nejiku o Taoshita Takiwari. Total Neji, verrückt ist er. Naja. Geben das seine. Lässiges Vibe, Sakura Haruno. Eiskalt. しかも女が相手。女だと思って甘く見たら痛い目見るわよ。本気的なさいよ、しかまる。まあ、かぼこよ。しかまる。さくらなんて16年。男が女に負けるわけにはいかねえしな。 Ja, wir werden ihn sie schnell vom Platz fegen. Ja, es kann sich ein bisschen wiederholen, dass wir jetzt die ganze Zeit das dritte ultimative Jutsu einsetzen. Ich will den Kampf beenden. Ich will ihn sehr schnell beenden. Und ungerne noch mehr Zeit verplempern. Wir haben schon genug Zeit verplempert. Oh, ja gut, das wollte ich nicht, sorry. Gut, dann machen wir es jetzt eben zweimal mit dem ultimativen Jutsu. Ah, daneben. Wow, Respekt. Bringt trotzdem nichts. Ach ja, sie hat uns, glaube ich, kein einziges Mal getroffen. Also schon getroffen, aber anscheinend habe ich zu wenig verloren. Na, kann man nichts machen. Dieses Gesicht. Sehr strange, wenn ihr mich fragt. Aber die Ladezeiten dauern hier abnormal. Also sie dauern. Ausstieg aus dem Hyuga-Clan. Hinata Hyuga. Gegen sie haben wir noch gar nicht gekämpft. Hey. Das war gut. Gut ausgewichen. Tut auch nicht sofort jeder. Oh, sie benutzt sehr schnell Jutsu des Tausches. Immer wechseln sie die Stage. Yo! Ach komm!
Das war schon weg. Ach kommt, Leute. Ernsthaft? Super, jetzt verlieren wir ständig Chakra, wenn sie uns trifft. Oha! Wie schnell war die denn bitte schon bei uns? Leute? Ich bin nicht da gewesen. Lol. Kriegen wir unsere erste Niederlage heute schon, oder was? Ne, ich krieg's irgendwie nicht hin. Die ist gut. Die ist sehr, sehr gut. Und sie bekommt... Sie hat irgendwie so viel KP. Alter. Es muss doch nur einfach treffen. Geht doch. Letzte ultimative Jutsu musst du einfach nur treffen. So haben wir den Kampf nämlich sehr sicher geschafft. Puh, der Kampf war doch sehr viel härter. Wir hätten auch beinahe verloren. Unsere erste Niederlage.